Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Simotrans. Heute am Simotrans Samstag nenne ich sie immer ganz gerne, weil ja heute Abend auch der Livestream ansteht. Und ja, wir werden hier die Linie heute ausbauen, beziehungsweise fertig bauen, dass wir hier zumindest schon mal bis nach Grimmitschau kommen. Dort wollte ich noch eine Kleinigkeit machen, weil mir die Städte am Anfang doch ein bisschen zu heftig sind, als dass wir die vernünftig bedienen könnten. Habe ich mir überlegt, dass wir hier einfach in dem Fall hier Rastatt einmal wegmachen. Und dann werden wir hier noch ein bisschen die Straße planieren. Na? Hallo? So soll das sein. Dann machen wir das hier alles mal einmal weg. Musik mal anmachen für euch. Da. Das kann ich ruhig ein bisschen lauter machen. So. Dann machen wir den ganzen Spaß hier noch weg. So, dasselbe werde ich in Hamburg und auch nochmal machen. So, machen wir das einmal so. Dann die 70er Landstraße ziehen wir uns hier rüber. So. Dann haben wir jetzt hier eine mittelgroße Stadt, wie für Einwohner, 5232, das ist schon übersichtlicher. Also die, wie gesagt, hier das Hamburg hier, das werde ich auch komplett einstampfen. Weil das hat einfach keinen Zweck, sowas als Startstadt zu bespielen. Und Grimmitschau kann man hier auch richtig schön umbenennen. In Hamburg zum Beispiel. Und stattdessen werden wir dort drüben das wegmachen. Die Straßen lassen wir so, die Straßenzüge. Ich möchte halt einfach nur die Stadt ein bisschen kleiner gestalten. Ja, wo ist das Rathaus? Da. Nee, nicht Stadtgebäude bauen, neue Stadt gründen. Da. So. Und das lassen wir dann halt einfach auch mal so. Gut, wunderbar. Dann gehen wir jetzt erstmal hier oben nach den nach das Hamburg hier hin. Da, genau. Dort müssen wir den Bahnhof planen. Der Bahnhof, das wird unser Hauptbahnhof werden auf der Karte, denke ich. Von wo aus wir die meisten Linien fahren lassen werden. Und jetzt haben wir hier natürlich schon einen Vorteil, dass wir schon eine Linie haben oder eine Linie bauen könnten, die schon von Solingen bis nach Hückelhofen so komplett durchläuft. Wir wollen jetzt aber erstmal nur Eisleben, Kehl, Dachau und Hamburg miteinander verbinden. Und da werden wir uns einen richtig schönen Durchgangsbahnhof, wenn wir uns hier hinten bauen. Und zwar wenn wir den hier auf dem Berg bauen. Ich denke. Aua. Hier auf dem Berg. Machen wir hier noch ein bisschen was platt. Wie gesagt, soll ja nicht nur funktionell sein, sondern es soll auch ein bisschen schön sein auf der Karte, damit wir möglichst lange Spaß dran haben. Weg mit dem Ding. So, dann haben wir hier. Das hier muss noch weg. So. Und dann bauen wir uns da jetzt mal eine Straße rüber. Einmal gerade durch und das hier machen wir weg.
Das wird nachher alles nochmal ein bisschen anders gebaut werden. So, fangen wir hier an. So, bauen wir hier erstmal einmal eins. Da eine. Hier. Dann machen wir hier eine Verbindung. Da noch eine. Und hier drüben eine komplett runter. So. So, das wird der Bereich, wo wir unseren Bahnhof hinbauen. So, dann fangen wir hier an, dass hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dann machen wir da die Mitte hin. 1, 2, 3. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, dreizehn und hier noch. So, geben wir jetzt ordentlich Geld aus hier. Machen wir den Bahndamm hier direkt über die Stadt komplett rüber. So, den werden wir nachher natürlich in die Breite noch ziehen können, den Bahnhof. Also da haben wir ganz, ganz viel Platz und Möglichkeiten für. Ja, erstmal nur einmal aus der Stadt hier raus. So, dann werden wir hier das Ganze als Auffahrt gestalten. Und einmal die Richtung. So, und dann müssen wir uns hier erstmal Brücken rüber bauen. Dann werden wir hier die 130er machen. Zumindest bei den Einfahrten. Das hier wird ja alles Bahnhof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also wird das hier noch so gemacht. Dann haben wir hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dann wird das hier der erste Teil des Bahnhofes werden, der erstmal mit der Brücke da auskommen muss. Wir können den Bahnhof ja auch erstmal nicht ganz so lang machen, wie wir ihn ursprünglich denn geplant haben, bis ich die vernünftigen Brücken dafür dann irgendwann mal freigespielt habe. Da bauen wir ihn sowieso nochmal um. Und dann bauen wir hier mit 130er Gleisen. Da fehlt uns auch nochmal ein bisschen Brücke. Das Ding da brauchen wir. Einmal. Zweimal. Und hier drüben können wir noch einmal so eine Fachwerkbrücke rüberbauen. So. Gucken wir mal, wie lange wir den Bahnhof jetzt erstmal kriegen. Also, dann nehmen wir mal den hier. Fangen wir hier an. 1, 2. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Da kommt das hier noch mit dazu. Haben wir erstmal 13 und wenn wir den nachher irgendwann mal umbauen, dann können wir das ja Stück für Stück machen. Okay, wunderbar. Dann kommt ja hier vorne natürlich auch noch Weichen jeweils an die Enden. Da haben wir hier vielleicht... Alles ein bisschen blöd. Okay, ist ja egal. So, dann hier Weichen und dann geht es erstmal nur eingleisig mit 130 natürlich. Nach Krimitschau. Dachau. Dann werden wir hier... Müssen hier noch ein bisschen rauskommen. So, wir können hier eigentlich gleich... Also das hier wird das Stammgleis werden. Und dann werden wir hier an der Stelle direkt schon mal den Abzweig hinmachen. So, fahren wir hier ein Stück hoch. Und dann können wir hier wieder an die Straße ranfahren erstmal. So, dann müssen wir hier noch ein bisschen terraformen. So. Fahren wir hier rüber.
30er. Wunderbar. Dann werde ich jetzt hier noch ein bisschen was umbauen. Und zwar... hier gerne darüber. Machen wir das hier mal platt. Also ich habe mir überlegt, dass wenn wir Post hier machen, also richtig Post anfangen, dann werden wir die Post komplett nur über die Straße verschicken. So, einmal so. So. Und dann kriegt Dachau jetzt den Bahnhof. Und jetzt gerade am Überlegen. Bad Ravenau wollen wir nachher auch irgendwann mal. Ja, dann passt der Bahnhof da unten schon ganz gut hin. Dachau, Kiel. Können den Bahnhof natürlich auch hier hinbauen. Das wäre fast besser. So, mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das reicht. Machen wir hier den Dachauer Bahnhof hin. Und den Hamburger Hauptbahnhof, den haben wir ja schon. Dann werden wir jetzt erstmal erstmal das reparieren, was wir kaputt gemacht haben. Das ist ganz wichtig. Damit ich mich überhaupt noch wohlfühle. Hallo? Keine Brücke mehr? Ach nee, ist halben Höhen wieder. Da. So. Sieht wunderbar aus. Die Brücke ist noch buggy. Dann werden wir hier einfach so drumrum legen. So. Dann haben wir das wieder verbunden. So, dann werden wir jetzt einen Zug dort losschicken. Unser Bahndepot wird hier bei Hamburg stationiert werden. So, und dann suchen wir uns hier erstmal schöne... Gehen wir gleich auf Vollgas hier. So, neue Linie wird erstellt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bits per Manns wir eingestellt hatten. So, du fährst hier. Dort rüber. Nach Dor. Und in den Kopfbahnhof, nein. So, dann können wir die losschicken und können dann jetzt anfangen, hier den Nahverkehr zu machen. Das ist ja hier recht easy. Wie gesagt, so ein Kopfbahnhof wieder dort oben, das ist ja schon fast fertig geplant alles. Machen wir hier erstmal nicht, weil der Bahnhof da noch ein bisschen umgebaut werden soll. Das heißt, wir werden hier erstmal alles so ein bisschen Pi mal Auge machen. Abdeckung anmachen. Also du wirst auf jeden Fall hier mit ranfahren. Dann bist du schon, ja, ist schon abgedeckt. Können wir hier richtig schön vorm Rathaus. Dann kommt dort auch noch ein Depot irgendwo in die Stadt oder so ein bisschen abseits. Und Zurückfahrkarte. Start. So, hier oben müssen wir ein bisschen mehr machen. Und zwar... Machen wir hier hin. Ja, das nochmal ein bisschen schicker machen.
Jetzt sieht das Ganze doch schicker aus. Hat auch nur ein bisschen Geld gekostet. Und wie gesagt, das sollten wir relativ schnell alles im Griff haben. Ich möchte nur halt das Spiel für euch ein bisschen interessanter gestalten. So, hier geht's rüber. Leider sind so eine Sachen da noch nicht so richtig behoben worden. Können die Stützpfeiler aber hier wegmachen. Jetzt sieht das doch vernünftig aus. Das sieht man jetzt eigentlich gar nicht, aber das ist eigentlich nur eine halbe Höhe jetzt. So, dann fahren wir hier mit 50 da hoch. Und hier fahren wir an den Bahnhof ran. Depot bekommst du natürlich hier. So, neue Linie erstellen. Mal hier die Abdeckung gucken. Da haben wir das komplette Rathaus. Hier bekommen wir den Rest mit. Auf zum Bahnhof. Und starten. Wunderbar. Haben wir das auch geschafft. So, dann fehlt uns nur Hamburg. Hamburg machen wir mal in der nächsten Folge. Bis dahin, ja, könnt ihr euch heute Abend bei mir mit dem Livestream ab 22 Uhr natürlich genießen. Heute ist ja Simultrans Samstag, wie ich ja so schön gesagt habe. Und der geht los um 22 Uhr hier bei mir auf dem Kanal. Könnt ihr einfach mit in den Chat reinkommen, auch ein bisschen unterhalten. Der ein oder andere Grafiker oder Entwickler ist bestimmt auch wieder mit dabei. Das sehen wir dann aber heute Abend. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, ein Abo da lassen, liken und disliken dürft ihr natürlich auch. Ein Dislike, wenn ihr den da lasst, bitte in die Kommentare reinschreiben, warum, damit ich das verbessern kann. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge und bis dahin von mir eingepflegtes Reingehauen auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.